warum gehen Sie nicht zum Arzt? Und dann hieß es, ja, ich habe keine Versichertenkarte, ich werde immer wieder weggeschickt, ja, weil ich wohnungslos bin, ich werde schlecht behandelt. Zum Teil fehlt es auch so an der eigenen Fürsorge zu erkennen, dass Hilfe notwendig ist. Und all das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und dann habe ich überlegt, jetzt untersuche ich die Gesundheitssituation von wohnungslosen Menschen mal etwas intensiver und habe dann darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Und das Ergebnis war erschütternd. Und dann habe ich mir überlegt, was hilft so eine Doktorarbeit für die Menschen, wenn ich jetzt weiß, so ist der Gesundheitszustand, das sind die Strukturen, die dazu führen, dass die Menschen ausgegliedert werden, dann musst du auch was aktiv tun.